Also ob man jetzt mal eine Feier verdirbt oder allgemein zur Verbesserung der demokratischen Gesellschaftsordnung beiträgt, da ist die demokratische Gesellschaftsordnung einfach viel wichtiger. Stell dir vor, du bist bei einer Familienfeier, dein Onkel wird 70, ihr seid gerade beim Essen, habt doch schon ein bisschen Wein getrunken und plötzlich fängt der andere Onkel, der dir gegenüber sitzt, an und schimpft über Flüchtlinge. Er sagt, die sollen an der Grenze erfrieren, die sollen uns hier nicht alles wegessen. Was machst du dann? Natürlich muss man sofort darauf hinweisen, dass hier ein Fall von Fremdenfeindlichkeit, irrationalen, rassistischen Überzeugungen und so weiter vorliegt. Das heißt, man muss den Onkel darauf hinweisen, dass er falsche Überzeugungen hat. Aber es gibt doch den Grundsatz, kein Smalltalk und letztlich eben auch kein Talk bei einer Familienfeier über Politik und andere gefährliche Dinge. Na, der Onkel hat ja angefangen. Also wenn der Aber du machst doch dem, der Feier, der eingeladen hat, dem machst du doch das Fest kaputt. Naja, also die Frage ist ja nicht, also ob man jetzt mal eine Feier verdirbt oder allgemein zur Verbesserung der demokratischen Gesellschaftsordnung beiträgt, da ist die demokratische Gesellschaftsordnung einfach viel wichtiger. Ich habe so Zweifel, ob du die Zivilcourage wirklich immer zeigst. Gesetz im Fall, es ist nicht der Onkel, sondern es ist dein Chef, der solche Bemerkungen loslässt. Was machst du dann? Dann gilt dasselbe. Man möchte ja nirgends arbeiten, wo man einen rassistischen Vorgesetzten hat. Also wenn ich feststellen könnte, dass da solche fremdenfeindlichen Überlegungen anstehen, dann muss man dazu was sagen. Ethisch ist das klar. Und dann sagst du, ich kündige? Ich würde nicht sagen, ich kündige. Mein Chef ist ja nicht mein Unternehmen. Wenn ich jetzt irgendwie der persönliche Leibeigene einer Person wäre, würde ich kündigen. Aber wenn lediglich mein Chef das sagt, dann möchte ich mal sehen, dass mein Chef versucht, mich zu kündigen, weil ich anderer Meinung über Flüchtlinge bin. Das heißt, Ethik macht mutig? Ethik macht nicht unbedingt mutig, aber Ethik ist die Einsicht in das, was wir tun sollen. Ob man dem folgt oder nicht, die Frage ist man gut oder böse? Wer nicht der Einsicht in das Gute folgt, ist eben böse. Der Onkel ist also böse? Der Onkel ist fraglos böse und der Feige ist auch.